시부모님이 산에서 따오신 황금 깨꼬리 버섯입니다. 아직 새벽 6시도 되기 전에 시부모님이 산에 가실 땐 이렇게 일어나서 준비를 하십니다. 창문 밖을 내다보고 알았어요. 이날 시부모님이 산에 가신다는 거를. 전에 미리 말씀을 안 해주세요. Yes, this is an Sam is 안개빵이에요. going to ask. Yeah. Yes, get out the 안개빵이에요. Yeah. Yeah, throw to them, this is gross, Sean. Yeah, Sonny, can I say that? Yeah, I'm Papa, weißt du, kann man schwammerl trocken lassen. Dann wenn trocken, dann mehr Vitamin D dabei. So wie die Früchte. Schneide ihm nur ein bisschen was weg, weißt du? Und dann schaue ich, dass ich ihm. Mach mal halbieren, dann einfach zu weg, oder? Ja, dass der Dreck da alles heraus ist. Super. Da hat man noch einen Pinsel. Ah, Papa, Pinsel war zu dick. Pinsel muss dünn sein. Hä? Pinsel? Die pinseln das nicht. Okay. Dann bringe ich nichts weg, weißt du? Schon, schon fertig. Schon alle fertig. Ist das da alles oder im. im Nein, da merkst du, da habe ich auch noch was und vorne habe ich auch noch einen. Nee,조금만 원래 우리 집에 버섯을 말리는 일은 안 하는데. 이나 모았단 야 아저씨만 말. Das ist schon groß. Was denn? Das ist schon groß, oder? Ja, schon groß. Draußen Mama-Arbeit drinnen. Ja. Hi, Delbea! Schon viele. Ich wollte dich heute einladen für ein Pilzessen und Knödel, du hast gar nicht hergekommen. Ich hatte heute Stress gehabt, wegen meinem Bank. Hm? Weißt du, die hätten wir in wir haben in Rechen mitgenommen und das erste Mal haben wir gepflückt und dann habe ich gesagt zum der, na, wir brauchen ihn nicht, aber wir sind zu einer Stelle gekommen, da waren voll. Sehr viele. Gibt es keinen Preiselbeeren, nur Heidelbeeren? Preiselbeeren, die kommen später. Ach so, ja. Papa hat gesagt, Eischwammerl, jetzt fängt an. Ja. Dann gehst du wieder, oder? Ja, ich gehe wieder. Weißt du? Beim nächsten Mal gehen wir zusammen. Der Papa war baden. Wo? Gibt es See dabei? Ja, einen Moorsee. Aber der ist sehr kalt. Ich bin im Sessel gesessen und habe Zeitung gelesen. Das ist gut. 시어머니가 산에서 따오신 블루베리는요, 이렇게 블루베리 케이크로 안에 토핀이라고 치즈 넣어서 블루베리 치즈케이크를 만드셨어요. 산에서 딴 블루베리는 뭐 이게 산짐승들이 뭐 볼일도 보고 더럽다고 그냥 드시진 않거든요. 그래서 산에서 가져온 거는 이렇게 요리를 해서 먹습니다. 안에 치즈도 들어있어서 맛있어요. 네, 한 달 후쯤에 다시 버섯 따러 가신다니까 그때 시간이 되면 같이 가지 싶습니다.